Das Bundesverfassungsgericht hat ja die 3%-Hürde gekippt bei der Europawahl in Deutschland. Reichen also schon ein paar hunderttausend Stimmen. Und auch die Kandidaten der kleineren Parteien schaffen es ins EU-Parlament. Ein Gewinn für die Demokratie, sagen die Kleinen. Das macht Europa komplizierter, sagen Kritiker. Aber jede Wählerstimme will erkämpft sein, gerade beim Bürger Direktkontakt auf der Straße. Wir haben die Familienpartei in Erfurt und die Piratenpartei in Dresden dabei beobachtet. Sie will Mauern einreißen, Anke Domscheit-Berg 46 auf Listenplatz 3 der Piraten. Wenn die 2,6% der Stimmen schaffen, ist sie drin im Europaparlament. Doch der Weg dahin ist anstrengend. Straßenwahlkampf in Dresden. Die Kandidatin tingelt durch Städte, spricht Menschen an, erfährt Skepsis und Desinteresse, oft aber auch wohlwollende Aufmerksamkeit. Ich finde das, was sie vorhaben, doch recht gut. Pirat hört sich nicht gut an. Erstens mal kenne ich sie nicht. Und ehrlich gesagt bin ich auch gar nicht neugierig, die kennenzulernen. Ich muss erst mal lesen. Ne? Und ist auf alle Fälle eine Option. Option Europaparlament. Die selbstständige Unternehmensberaterin hat früher in hohen Positionen bei großen Computerfirmen gearbeitet. Beim Thema Datenschutz kennt sie sich aus. Aber nicht nur dafür kämpfen die Piraten. Wir wollen mehr Transparenz schaffen in Europa, zum Beispiel über Lobbyismus. Wir wollen Geheimverträge öffentlich machen, wie das transatlantische Handelsabkommen, das vereinbart wird. Wir wollen aber auch mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen und dem Parlament mehr Rechte geben. Das Wetter ist kalt und nass. Morgen steht Anke Domscheit-Berg in einer anderen Fußgängerzone und hofft, dass es reicht für das Europaparlament. Das hoffen auch andere kleine Parteien, zum Beispiel die Familienpartei. Wahlkampf in Erfurt. Der Einzelkämpfer glaubt, dass 2-3 Leute es schaffen können nach Brüssel, denn Familie gehe schließlich alle an. Für uns ist zum Beispiel besonders wichtig, dass überhaupt das ganze System der Wirtschaft sich ändert, europaweit, dass nicht die Familien wirtschaftsfreundlicher werden, sondern dass die Wirtschaft familienfreundlicher wird. Dazu gehöre ein Mindestlohn für ganz Europa. Doch Europa ist groß, die Familienpartei ist klein. Aber viele Kleine zusammen können vielleicht doch etwas bewirken in Brüssel. Das hoffen sie zumindest. Die anderen Nachrichten des Tages jetzt im Überblick.